Ostermärsche haben ja eine lange Tradition als Protestaktion, vor allem gegen atomare Aufrüstung, gegen die Gefahr eines Atomkrieges. Dann haben wir ja nochmal geschichtlichen zweiten Anschub bekommen, damals durch den NATO-Doppelbeschluss. Das hat also eine Geschichte, auch im Kampf gegen die nukleare Aufrüstung. Und das ist jetzt wieder ganz, ganz aktuell, weil wir die Gefahr, die imminente Gefahr eines Atomkrieges haben. Und man hat ja auch gesehen, die Wissenschaftler mit dieser Endzeituhr haben die auf 90 Sekunden vor 12 vorgestellt. Und die sagen, es ist wirklich eine nukleare Eskalation, ist ganz nah. Und da ist es wichtig, laut dagegen die Stimme zu erheben.